Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Jo, ihr seht, wir sind mitten im Schnee. Ich bin hier irgendwie umzingelt von Zombies. Da ist ein Nest, da ist ein Stamm, da ist ein Bär. Und ich glaube, ich habe jetzt schon... Na, das war mir klar. Ich habe keinen Platz. Noch einer. Natürlich jetzt schon haarig hier. Nice. Die können wir mal eben aufsetzen. Schaffen wir das? Komm. Scrap. Oh, da wäre noch mal ein Blut. Ah, ja. So, könnte ich jetzt mal kurz eine... Nee, könnte ich nicht. Boah, wie viele Zombies hier sind. Was ist denn los, ey? Es war doch im Schnee immer weniger los. Gut, wir machen das jetzt mal so. Weiß nicht, ob die Richtung schlau ist, nicht schlau ist. So, habe ich jetzt mal kurz einen Moment. So, uns hier nochmal 96 anfeuern können. So, da haben wir nämlich wieder einen Slot frei. Ja, Steine, Holz. Aber... ist uns jetzt erstmal Wumpe, weil wir haben 250 Pfeile dann jetzt gleich. Das ist das, was zählt. Und wir kriegen den Stack auf jeden Fall nochmal voll. Bin ich mir sicher. 211 haben wir übrigens. Das ist alles Bombe. Ja, Component Bow. Können wir uns ja auch mal reinziehen hier. Unterschied 11, 9. Lohnt sich natürlich schon. Aber ich habe, wo ich den letzten Mal hatte, damit gar nichts getroffen. Also ich gucke dann immer hier auf den grünen Punkt, ne? Wo kommst du denn jetzt her, ey? Du hast gesehen, wie der hier lang geslidet ist? Ja, wie gesagt, arschgefährlich, die Viecher. Weil die ich halt sofort infizieren. Gut. 18 Uhr, Alter. Wir müssen los, ey. Und da müssen wir natürlich noch reingucken. Das schon ein bisschen natürlich nice. Ich hätte natürlich jetzt auch noch... Oh Mann, ey. Ich höre Überschritte rechts, links. So. 244. Können wir noch ein Nest und dann haben wir es. Wo ist denn jetzt unsere Fahne? Hier laufen wir voll verkehrt, ey. Ich meine, ich kann auch hier hochlaufen. Ist auch nicht das Problem. So. Hab ich noch einen Stack oder was? Nee. Da waren jetzt auch nicht viele Federn drin, ne? Hab ich eigentlich schon irgendein Woodframe? Gar nichts, ne? So, ist ja auch wieder eine Ecke billiger, ne? Wir kosten ja gar nichts mehr. Freut uns natürlich. Hab ich eh nicht verstanden, warum sie das da so teuer gemacht haben. Früher immer aus Holz angefangen zu bauen. So. Nehmen wir dich noch mit. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch noch was anderes raushauen können, aber... Gut, was soll's.
Stecken Leder. Ja, Dosen will ich halt ganz gerne. Weil die Hose ist auch nicht schön. Wir haben aber hier schon. Ich mach den weg. Würde aber ganz gerne jetzt noch ein bisschen Stoff mitnehmen. Plastik. Warum sind die nicht gestackt? So, 19 Uhr. Frage ist, haben wir jetzt hier direkt Öl? Ja. Wäre natürlich nicht schlecht, ist jetzt aber nicht lebenswichtig. Hier hätten wir ein Clayfeld. Ja, allein dafür hat es sich schon gelohnt, ne? 3 First Aid Kits. So. Neun Eier nur. Dafür, dass wir so viele Nester gemacht haben, ne? Was haben wir denn da? Pistolenparts. Ah, die kannst du dir gleich wegsquemmen. Juti, Juti. Ja. Ein paar Zombies töten wäre natürlich nice. Oh, das waren irgendwie 20 Stück, ja. Dingen ist. Machen wir noch. Ja, dann komm her, Baby. Gott sei Dank, wir müssen uns mal nach einer Hütte umgucken. Oh Mann, ey. Ja, und von rechts und links höre ich es auch schon. Da hinten war was ganz Schnelles unterwegs. Mal eben gucken, nicht, dass es ein Bandit ist. Der hier gleich hinkommt. Hier ist doch schon mal ein Weg. Weg ist doch schon mal nicht so schlecht. Hm, Steppe, Zeltlager. Hm. Da oben ist noch was da. Schaffen wir aber nicht mehr. Gehen wir hier hoch. Ja, jetzt am Anfang geht es eigentlich erstmal nur irgendwie. Irgendwie ist aber wieder jede Menge Tiere am Start, ne? Und irgendwie wollen die sich aber nicht mehr gegenseitig angreifen, oder was? Zombie und der Bär? Naja. Gut, wir haben auf jeden Fall unser Haus gefunden für die Nacht hier. Das Ding ist sogar super eigentlich. Da sind wir auf jeden Fall safe drin. Ich weiß aber nicht, wie es hier. Sleeper technisch ausschaut. So, was kostet das denn? 67. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ziehen wir es gleich durch hier. Komm. Nice. Ja, also. Da sind wir da schon wieder voll ausgestattet. Cooking Pot und Grill, also. Ja, wie gesagt, das Ding hier als Startputze ist gar nicht schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wo wir hier sind, also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier bleiben.
Zack. Boah, war das aber ich das jetzt, oder? Junge, Junge, mach mir nicht so einen Schrecken hier, ey. T-Shirt, pack mal das da rein. Ich muss mich gleich erstmal ein bisschen orientieren hier. Was heißt gleich, aber... Ja, und dann muss ich mal gucken, ob ich in der Nacht nach unten gehe und wir uns... Oder beziehungsweise ich mich irgendwie in die Erde baller. Ja, die mache ich schon mal aus Prinzip weg. So. Ich wusste aber, irgendwo war doch hier einer. Oh, und noch einer. Weit auf engstem Raum hier. Sehr schön. Nice. Jetzt mal gucken, dass wir ihn irgendwie wegkriegen. Ich höre noch irgendwas, weiß nicht, ob es ein Tier draußen. Boah, wie viel brauchst du denn? Ob es ein Tier draußen ist. Ah, ein Schwein. 21, 53. Ich hoffe, hier ist nicht auch noch einer hinter. Müssen wir uns beeilen. Dass wenn da einer hinter ist. Juti, ich hätte das Schwein noch gern gehabt. Nee, auf die Schnelle wird's nix. Da bist du, du Drecksau. Was hast du denn jetzt für Sorgen? Scheiß drauf. Geh jetzt nicht raus. Machen jetzt hier erstmal fertig alles. Stoff. So. Oh, guck mal. Na. Früh gefreut. Hier noch was Brauchbares. Scheiße. Scheiße brauchen wir nicht. Gut. Ja gut, jetzt hier uns irgendwie einzurichten, ist Schwachsinn. Also wir werden am nächsten Morgen sich definitiv weiterziehen. 62 Stonies. Gut, Leute. Ich denke mal, ich werde nicht so weit kommen. Aber ich werde mich jetzt mal reinbuddeln und dann werden wir wenigstens...
paar Steine machen. Ja, ich werde es versuchen mit den Component Bowets. Gut, also bis gleich. Cut. Servus, da bin ich wieder. Ihr seht, 4:06 Uhr. Gut, ihr seht. Nix Wildes. Oh, da müssen wir nur ein. Jo. Hab einfach ein bisschen Stein gemacht. Hab hier ein paar Wasser angeschmissen. Nicht unsere Dinger vergessen hier. Gut, ansonsten, wie ihr seht, ich habe ein bisschen was weggescrapt. So, jetzt seht ihr auch schon direkt den größten Unterschied. Ihr seht, wir haben Level, ja, 2-3 Viertel fast. Sonst haben wir meistens schon Level 5 gehabt. Oder kurz vor 5 oder 5,5. Also ihr seht, das ist halt der große Unterschied. Da ist er. Warum ist der schon mein Favorit hier? Gut. Ja. Ihr seht, immerhin 300 Steine haben wir. Guck mal eben, ob das Schwein noch da liegt. Normalerweise spawnen die hier weg, ne? Ja, ihr seht, wir haben natürlich auch nur 3 Zombie-Kills, ne? So, ich habe auch gerade mal in der Nacht, oder was heißt in der Nacht, jetzt gerade eben fix, glatt mal das ausgenutzt, dass wir eine Karte haben und habe mal auf die Karte geguckt. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir hier völlig ab vom Schuss. Also wir haben hier City-mäßig gar nichts. Wir hätten hier unten eine ganz kleine City. Hier ungefähr eine größere, aber im Schnee. Also hier unten, die wäre in der Wüste. Und wenn ich es jetzt so sehe, müsste hier irgendwo eine größere sein, die halb im Wald ist, halb im Dingens in der Steppe. Und dann anschließend hier nochmal eine, die im Zerstörten ist. Und in der Wüste ein Teil. Ja. Weiß ich jetzt. Ja. Aktuell, ich muss mal überlegen, wo wir hingehen. Na, da habe ich keinen Platz für. Brauchen sie auch nicht. Ich würde die halt maximal mitnehmen, um ein Bier zu kaufen. Den Automaten oder was zu futtern oder was auch immer. Ich guck mal eben, 33 Stoff ist jetzt noch nicht die Welt. Ich überlege gerade ein bisschen. Ich nehme es erstmal mit. Ein bisschen was. Ich meine, wegschmeißen können wir es immer noch. Aber wir haben halt schon Cooking Pot. Also ich könnte natürlich schon mal direkt ein bisschen Tee machen. Ja, komm mal her, Mutti. Ich brauche ein paar Kills. Ja, und dann muss ich jetzt gleich mal gucken. Also wir müssen natürlich in der City. Wir müssen natürlich looten, looten, looten. So, was jetzt? Da hinten. Bam! Ein Stein noch her. Ja, genau wie die Sandwiches. Ich nehme es erstmal mit. So, jetzt muss ich auch noch mal gucken. Ja, ich weiß es auch nicht, Leute. Alles nicht so einfach. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, da ist schon mal ein Zelt da, da gehen wir jetzt als erstes hin. Und dann gehen wir mal so die Richtung, denke ich. Gehen wir zu der da, die eine Steppe ist, und da haben wir auch eine Wüste in der Nähe, da haben wir zerstört in der Nähe. Mhm. Ja,
Ja. Wie ich schon sagte, das wird halt jetzt ein ganz anderes Gameplay werden. Also wird jetzt hier viel mehr erstmal ums Looten gehen und um Zombies killen. Ich sehe dich, kannst ruhig rauskommen. Schon wieder ein Geier. Die Hülle sind natürlich wichtig. Ja, ich will halt in eine. Oh, jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Ich werde wahnsinnig. Ich will halt in der City. Ja, Öl, wie ist denn los hier? Fettlazarett oder was? Na, endlich mal was Vernünftiges. Gleich nochmal einen hinterher. So, noch irgendwo einer. Hier werde ich doch. Oh, schon wieder Wanderjohnnies oder was? Geht schon wieder los. Ja, und ihr seht, wir müssen irgendwo erstmal eine kleine Base haben. Ach du Scheiße. Kleines, dreckiges. Hast du mich jetzt erschrocken, ey? Ja, noch im Augenwinkel wird gesehen. Ja, ein bisschen Stoff nehme ich mit. Wird sich ohne Ende sein. Und jeder kleine Zelt können wir mal eben wegmachen. Dann ersparen wir uns so dieses Sofa-Gekloppe und so weiter und so fort. Sommer. Perfekt. Mutter. Immer gut. Ja, Schmacht hat er. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kriegen wir aber hin. Ich will das Gunpowder eigentlich nicht wegschmeißen, ey. Kann natürlich das so machen. So machen wir es auch. Und dann hauen wir das auch erstmal weg. Ist ja nicht das Problem, das irgendwie zu kriegen. Jo. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie einen Stack voll kriegen vielleicht. Und uns einmal vollfressen davon. Ja, wie gesagt, man muss eigentlich immer nur die mit der Blüten nehmen. Ja, wir müssen natürlich auch ein paar Zombies killen, aber... Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Strecke machen, ne? Dass wir erstmal irgendwo hinkommen, wo wir... uns erstmal austoben können. Und das ist natürlich eine CD. Hier so eine Mutti können wir mal mitnehmen zwischendurch. Wenn wir sie denn treffen, weil die brauchen ja nicht viel. Ja, zwei Schüsse ist ja schon hardcore, ne? Nester immer her damit.
Das Schöne ist, Tonis brauchen wir nicht machen erstmal, ne? Hammer. Wir könnten, müssten ein bisschen Holz uns mal kümmern. Auf dem Weg. Da will ich auch ganz gerne mitnehmen, so ein paar. Gerade wenn wir den Component-Bau haben, wenn wir dann noch ein paar Eisenpfeile reinballern. Denke ich mir gerade so für Geier oder was? Oder auch für die dicken Zombies oder mal ein Schneezombie oder sowas. Oder eben auch Hunde. Mehr Damage. Immer gut, ne? Ich mach einfach mal welche. So, einfach damit der Slot schon mal belegt ist. Ja, das Schöne ist, wir haben Federn ohne Ende. Ja, was heißt ohne Ende? Aber erstmal. Genug. So, und ich denke mal, den Stack kriegen wir hier auf dem Weg auch locker voll. Können wir ein bisschen Mais mitnehmen, können wir uns reinhauen. Gibt es tatsächlich nicht so viel. Vollen ist eins oder was? Sind 22%. Ja, da taugt mich ja jetzt gerade vom Hocker, ey. Kleber ist natürlich auch super wichtig, gerade wenn wir irgendwie durch Zufall hier noch hier Crossbow-Rezept finden sollten. Ich meine, ich kann mich natürlich auch mal an den Component Bau gewöhnen. Der ist natürlich eine Ecke schneller. Weiß nicht, wie es vom Damage her. Ich glaube, liegt da mittig oder was? Ich weiß es gar nicht. Aber braucht man natürlich auch erstmal ein Rezept und ach ja, ihr wisst es ja. Also wir müssen halt erstmal in der CD kommen. Ganz einfach. Es geht halt am Anfang. Ihr wisst, wir haben keinen Händler. Wir können nicht irgendwie Schematics organisieren oder sonst was. Wir können sie nur looten. Schön ist, wir haben keine Ausdauer mehr. Wir können uns mal ein bisschen vollfuttern. So, ich muss mal check. Schlange, ja, ich mache jetzt erstmal. Ja, ist doch gut, ja. Ein bisschen Strecke. Und dann können wir hier nebenbei mal kurz anhalten. Was sagt jetzt unser Holz? 68, ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ach, guck mal, da ist der Fernsehtor hier, mein Häuschen. Was haben wir denn hier? Ach komm, scheiß drauf. Kostet uns wieder nur unnötig Zeit, die wir. Fernsehturm im Schnee. Mal eben den Baum. Ja, ansonsten Start nach Mars, muss ich sagen. Kein Banditen gesehen. Wir hatten eine ruhige erste Nacht. Jo, nehme ich den noch mit hier, dann soll es ja erstmal reichen. So, ich werde mal ganz dreisterweise nebenbei ein bisschen Tee trinken. Gib mir auch alle Mühe, dass man es nicht hört. Er droppt gerade die Kohle, glaube ich, raus hier, ne? Sind wir schon wieder voll im Inventar oder was? Natürlich sind wir das. Gut, wie ich sehe, haben wir auch Durst.
161, das ist jetzt auch nicht die Welt. 12 Gunbodies. Was hast du, Junge? Ist warm oder was? Jetzt fangen wir noch so an, ey. Warum ist ja 36 Grad heiß? Bräuchte man mal ein Tier, dann können wir uns ein Poncho machen. 17 Leder reichen leider nicht. Ich habe hier gerade ein Nest gesehen. Da. Was haben wir denn da unten? Ah. Das ist eine Minigolfbahn oder was? Nee, ne? Ja, wenn wir natürlich was Interessantes finden, sollten wir es natürlich mitnehmen, ne? Auch wenn wir voll sind im Meer, ist die Minigolfbahn. Ich überlege gerade, was da so war. Du bist so ein Farmer, Johnny, ne? Dich müssen wir auf jeden Fall organisieren. Doch, ich hasse es. Normalerweise grüne ist doch genau mittig, oder nicht? Und dann noch so ein Wackeldackel, ey. Mein Gott. Muss ich echt die Keule schwingen. Kann, boah, da bringt er mit. Was machst du denn überhaupt? 6, 4. Guck mal, macht schon mehr, wie der klappt. Hammer, ey. Jetzt haben wir gleich einen Stack voll. Die Minigolfbahn. Ich überlege gerade. Pflanzentechnisch war da was. Könnten ja sonst mal kurz einmal. Jetzt sind wir ja schon hier unten hingerannt. Da ist eine Höhle. Ja, jetzt gehen wir einmal kurz gucken. Ich meine, da ist so pflanzentechnisch ist da ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, was in dem. Ja, komm her. In dem Haus war. Gehen wir nur kurz in die Gebäude rein. Schreck mich doch nicht so, ey. Was ist denn wieder los hier? Natürlich wichtig im Hinblick auf. Oh Mann, ey. Ja Leute, was soll ich wegkommen? Moldy Bread brauchen wir auch für einen Antibiotika eventuell. Ich kann natürlich hier eine von weghauen. Naja, ich komme auch schon. Bleib doch ruhig. Wo bist du? Komm her. Overheated ist auch sehr schlecht. Komm runter, ey. Ich kann natürlich mal einen Yucca Juice machen. Dann müssen wir erstmal ihn erledigen, ja. So, das machen wir auch. Trink mal. Na, das schmeißt das Glas weg. Ist natürlich auch dumm. Ja, ich kann natürlich die Waffenteile wegnageln. Die sind jetzt nicht so prall. Wird wahrscheinlich auch drauf hinauslaufen. So. Ich mache direkt noch einen. Nicht alles täuscht. Stacken ja die Buffs. Hm, haben wir noch. Wir haben sogar noch Durst. Da machen wir noch einen dritten hinterher. Was haben wir denn überhaupt? Das kann weg hier. Zack. Der macht, die machen doch schon alle keine Hitze. Plus 2, plus 2. So. Jetzt bin ich mit Platz für leere Gläser, ey.
Tja, mehr geht nicht. So, jetzt habe ich das Rohr liegen lassen, ne? Nichts noch da. Plumper, Plumper, Schuss. Ach, scheiß drauf, ey. Ich hatte doch in den Haus Sachen drin, ne? Die hab ich liegen lassen, ne? Ich Idiot, für Kälte. Na komm, ey, dann geh hier rein. Na, da war noch eine Platte, das sind Tausende. Willst du mich jetzt verarschen hier, oder was? Ach, du ahnst es nicht. Mein Gott. Nicht. Ihr seht's ja, wir können eh nicht viel mitnehmen. Ich wollte wenigstens einmal hier. Na, komm her. Zwei Lampen wären jetzt auch nicht so schlecht. Hier würden wir noch mal fix an ein bisschen Holz kommen. Ja, ich höre dich. Naja, wir werden uns jetzt hier nicht länger aufhalten. Da unten ist er. Das macht keinen Sinn. Wir sind eh voll. Zusehen, dass wir erstmal... Ich meine, gut, jetzt mit dem Kopperhut geht's schon. Was war das denn, ey? Da ist Schnee, muss ich das mal gucken hier. Ja, rein theoretisch müssen wir natürlich hier hoch. 39 Yucca können wir natürlich auch wieder ein bisschen auffüllen, ey, Maschine. Ja, das passt vom Holz her jetzt auch sehr gut. Aber wir haben schon wieder 12 Uhr. Ach Leute, ich habe schon wieder total die Zeit vergessen, wie immer. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir gerne eure Meinung da. Bis dann. Ciao.